Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal der Profi-Amateure. Und heute zeigen wir euch mal das geheime Werkstattmenü bei Mercedes-Benz. So, um in dieses Menü zu gelangen, muss hier dieser Tageskilometerstand und der Gesamtkilometerstand auf dem Display angezeigt sein. Und wir nehmen dann einfach den Zündschlüssel und drehen ihn eine Stellung weiter nach rechts. Genau, das haben wir jetzt gemacht und jetzt nehmen wir einfach zuerst die Hörertaste, also für Anruf annehmen, und halten die gedrückt und danach nehmen wir die OK-Taste noch dazu und warten, bis das Menü umswitcht. Das ist jetzt passiert. Jetzt sind wir hier in dem Menü, wo Fahrzeugdaten, Rollentest, Bremsbelag, Wechsel und Assist Plus uns angezeigt wird. Und um jetzt einfach mal hier in dem Menü sich zu bewegen, können wir jetzt einfach mal mit den Pfeiltasten zum einen hier nach hoch und runter uns bewegen oder halt dann in den Unterpunkt rein mit OK. Jetzt sehen wir zum Beispiel hier die Batteriespannung und andere Werte, die einfach für den Normalverbraucher unwichtig sind, aber halt für die Werkstatt wichtig. Hier zum Beispiel das Fahrzeug. AdBlue-Stand. Ja. Was ein ganz wichtiges oder was gut zu wissen ist, warum wir eigentlich in dieses Menü rein möchten, finden wir unter Assist Plus. Wenn wir jetzt einfach hier auf OK drücken, dann steht für Assist Plus Zündung ein. Also müssen wir den Zündschlüssel noch eine weitere Umdrehung bewegen. Und jetzt kommt hier Service, Daten und Gesamtservice. Und jetzt, wenn wir hier auf Service-Daten gehen, kommt hier irgendwelcher Werkstattcode noch. Und dann hier die Zeiten für das Service. Also wann das Auto wieder zum Service muss, nach wie vielen Tagen. Das wären jetzt in dem Fall hier 112 Tage oder 6400 Kilometer. Genau. Und das ist, finde ich, ganz wichtig, dann nachzuschauen, dass man weiß, wann man dahin sollte. Und dass man sich dann vielleicht schon einen Termin ausmachen kann oder sonst irgendwas. Wenn ihr noch irgendwelche geheimen Funktionen in diesem Menü kennt, schreibt sie doch einfach in die Kommentare. Würde mich auch selber persönlich interessieren, was man in dem Menü noch alles rauslesen kann. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal hier auf dem Kanal der Profi-Amateure.